Nochmal Yuchi-Leute, weil ich schätze, was Yuchi ist wieder ja, also scheint wieder so der Fall zu sein, dass ich jetzt ja, also letztendlich so eine Art Throntaubenschießen machen musste, nur dass ich halt einfach mit Fallen die Kugel in die Schale befördern sollte. Ah, okay, ich ahne, was ich machen soll. Aber ich warte hier mal. Okay, jetzt müssen wir hier laufen. Auch so. Oh. Ach, Moment. Magnet. Weil, wenn ich mal so sehe. Boah, ja, schnell, 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 Link. Wow, das war knapp. Das Problem ist, Link eiert ein bisschen. Toll, jetzt muss ich auf den nächsten warten. Ach nee, da ist ja. Ich war nur zu schnell. Was? Oh. Das habe ich schon befürchtet, dass das passiert. Wow. Hä? Okay, das ist also möglich. Aber ich glaube nicht, dass ich schleichend so schnell bin. Nö. Ich will jetzt diese Schatztruhe haben. Na toll. Das Blöde ist nur, dass Link irgendwie, dass ich Link zum Eiern bringe. Das führt natürlich dazu, dass Link dann so, dass ich Angst habe, dass der liebe Link dann. Uah, schnell, schnell, schnell. Nein! Oh Mann, das ist so scheiße! Na, wenigstens bin ich hier gestorben. Okay, ich hätte, wie ich sehe, hätte ich nicht so unbedingt auf dem Fließband stehen brauchen. So. So, speichern wir mal. Obwohl, ich glaube, das wird auch Matsch. Kann mich das vielleicht vor Strahlen, also vor den Laser schützen? Versuchen wir es doch mal. Tatsächlich. So. Oh. Ich werde. Ja. Ah ja, ich komme vorwärts. Ich dachte, ja, den Kopf nicht vorwärts, also funktioniert der Trick nicht. Er kommt vorwärts, zwar langsam, aber er kommt vorwärts.
wäre mal schön, wenn du das Deck nicht so hochreißen würdest, Link. Weil, Link hat das verdammte Ding so in der Höhe des Lasers. Okay? Ja, es ist ein Versuch wert, Leute, oder? Das funktioniert. Aber ich muss natürlich auch... Das Blöde ist, ich sehe natürlich nicht, was hinten passiert, so, weil ich hinten nochmal keine Augen habe. Ja, ich könnte ja so die Kamera hindrehen und so. Aha. Und ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht auf dem Fließband falle. Aha. Oh, jetzt kommt der Große. Natürlich habe ich das verpasst. Und so brauche ich das jetzt. Jetzt muss ich nur... muss natürlich jetzt aufpassen. So. Ich kann hier runter. Toll, und wo ist die Kugel? Ach, sind meine an. Jetzt wird er wieder respawnt. Aber speichern? Genro schon. Genro, komm. Ob das eine gute Idee ist, ich werde es ja mal sehen. Ja, toll. Wo kriege ich jetzt die Kugel her? Und jetzt erzählt mir bitte nicht, ich hätte die Kugel... Ich fasse es nicht. Diese blöde Kugel ist dort. Oh. Ich habe diese blöde Kugel übersehen. Na gut. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum man mehr zurück kann. Kann ich sie weit... Moment mal. Mal sehen. Okay, die brauchen ein bisschen mehr Schwung. Nee, lass mal. So. Weil, da jetzt sie durchschleppen, das wäre Wahnsinn, Leute. Hoffentlich reicht das jetzt. Perfekt! So, da kratze ich mir mal kurz hinter den Ohr. So, ach ja, Quatsch. Nein! Oh, komm! Ich hasse das! Ist aber auf, ist jetzt die blöde Kugel aber wieder auf der Seite, wo sie hingehört? Oder muss ich das nochmal machen? Nee, die ist doch gut. Jedenfalls etwas. Oh toll. Das ist nervig, muss ich aber auch sagen. Das ist auch wirklich nervig, dass man den Knopf gedrückt halten muss.
Uah! Habt ihr gerade eine optische Täuschung gehabt? Nämlich, ich dachte, das Fließband wäre stehen geblieben, was ja nicht stimmte. Alter, nimm mich doch nicht mit! So. So. Nee, ich kann die blöde Kamera nicht so hindrehen, dass ich sehen könnte, wo Link das Link hinten macht. Das geht leider nicht. Aber schön zu wissen, dass auch immer wieder die Schatztruhe wieder zurückkehrt, wenn man sie braucht. Also da bin ich echt froh darüber. Was zur Hölle? Jetzt auf... Oh, toll, super, das ist echt... Das ist nervig. Weil man braucht die irgendwie nur einmal zu verdrehen. Also nur einmal und schon kriegt man eine geeilt und apropos geeilt. Also, das ist so... Toll, das Ding ist auch nicht so richtig, wie ich gesehen. Toll, ey. Die muss direkt vor Link sein. Sonst gibt's ja Laser, also gelaserter Link. Was passiert eigentlich mit einem Menschen, der von Laser getroffen ist? Ist er dann immunisiert? Gut. So. Jetzt halt mal. Boah, ich. Schnell, schnell, schnell. Oh, das war knapp. So. Ja, damit. Scheint da noch was zu kommen, oder? Oh ne, zum Glück. Okay. Da. Warte mal, habe ich hier irgendwas übersehen? Aber witzig ist ja auch, man braucht die Schatztruhe, um da rüber zu kommen. Also, die Schatztruhe sind nicht nur passive Träger von irgendwelchen Inhalten. So, ein Herzcontainer, noch eins. Noch ein. Und jetzt noch vier weitere, dann kann ich mir zwei Herzcontainer und dann mir das Master Schwert holen. Puh, das Rätsel war aber auch nicht übel. Obwohl es mich doch ein bisschen nervt, dass man wirklich immer Pfeile dabei haben muss. Aber ich muss mal Link bekleiden, weil die Gegend sieht nicht sonderlich kalt aus. Ich frage mich, ob Link auch einen Hitzeschlag bekommt, weil er die falsche Kleidung anhat. Ach, da ist das. Es sieht aber recht cool aus. Puh. Wo gehen wir jetzt hin? Was ist das für eine Gegend hier? Wie heißt die hier? Naja, schauen wir uns erstmal um. Ich hoffe nur, hier gibt es keine Wölfe, weil die Lanze habe ich ja für anders benutzt. Oh, toll.
Jagen kann ich jetzt auch nicht so großartig. Oh. Ach doch! Okay, ich hab nichts gesagt. Weil ich sehe nämlich, ich hab nämlich ein Speer. Ja, um halt Würfel fernzuhalten. Okay. Muss er damit leben, das Schild. Ja, ich will die erledigen. Ernsthaft jetzt? Da will jemand Ärger haben. Gut, von mir aus. Also, um Essen brauche ich nun wirklich keine Sorgen zu machen. Okay, tauschen wir mal wieder um. Weil man kann ja Wölfe leider nicht anvisieren. So leidigerweise. Das ist großartig. Okay, das Anschleichen wird auch gar nicht so einfach. Aber Link, duck dich. Da speichern wir mal, weil die werden uns eh gleich entdecken. Und nun mal, wie gesagt, ich bin halt scharf auf die Lanzen. Halt, weil ihr habt ja gesehen. Kann ich das? Nein! Okay. Du, ich hab deinen Kumpel getötet. Ernsthaft? Du greifst mich ohne Waffe an? Nicht gerade intelligent, aber umso besser für mich. Ich meine, ich beschwöre mich doch immer wieder, wenn ich krepiere, weil die mich hier tot erwischt haben. Tot erwischt, ja. Hört sich irgendwie witziger an, weil nicht korrekt. Und so nicht so brutal wie totgeschlagen. Und jetzt kriege ich auch wirklich ein Gefühl für eine runter und so. Hey, Moment mal. Ach, Moment mal. In Afrika gibt's auch solche Bäume. Affenbrotbäume oder wie heißen die? Ja. Hä? Ja. Ja. Nimm's mir nicht übel. Aber da ist kein Name angegeben. Und so muss ich davon ausgehen, dass es schon wieder so ein dämlicher Jäger-Typ ist. Und auf die habe ich nun mal keinen Bock. So, hier ist nichts. Schade. Gut, bisher waren es ja immer Hyäne, also solche mit heller Haut und so, aber darauf sollte man sie nicht verlassen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie auch unterschiedlich auch aussehen, was ja auch logisch ist. Ich meine, ich wäre ziemlich ja traurig für einen Clan von, ich sag ich mal, Spionen und Attentäter, wenn sie nur eine Verkleidung beherrschen würde, oder Leute? So, wie es weitergeht, seht ihr den nächsten Part, Leute. Also, see you, Madani.